Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und ich spiele mit euch Poncho. Und wir schauen uns heute den Stamm der den Stamm der Schaufensterpuppen an. Hier gibt es nur Coins. Keine... Du solltest den Häuptling im Himmel besuchen. Okay. Du bist nach den Alten sicher nicht ähnlich genug, um nach oben zu klettern. Okay. Ja, das haben wir schon gehört. Ich weiß nicht, was die Katastrophe verursacht hat, aber wir waren es nicht. Hallo, du. Kann ich irgendwie rein? Ich kann tatsächlich in dieses Haus reinschiften. Naja, okay. Was? Ich bin ein Roboter? Unsinn. Ich weiß nicht, was die Katastrophe vorher. Wir waren es nicht. Nein! Das war die falsche Taste. Nein! Und dann vergisst du auch noch das Springen. Es ist. Oh Mann. Seit Jahren hat niemand den Häuptling gesehen. Er ist zu oben. Na, dann müssen wir das wohl nachholen. Wie komme ich hier wieder weg? Ah, okay. Pff, ja. Spiel, ich sehe nix. Fehler, Roboter leitet den Größenwahn. Fehler. Na, jetzt fange ich wieder von vorne an, weil ich es verkackt habe. Oh. Gut, dass ich es verkackt habe. Hier waren noch Coins. Oh, okay, da müssten wir quasi zweimal shiften. Wir können nur einmal pro Jump shiften, deswegen geht das nicht. Ja, ja, dass der Häuptling ewig keine mehr gesehen hat, habe ich jetzt mitbekommen. Da gehen wir ja jetzt hin. Dauert nur ein bisschen länger, weil es bei euch so viele Coins rumliegen, die ich noch nicht habe. Grünen Schlüssel haben wir noch. Aber wir haben lange keine neuen Schlüssel mehr bekommen. Boah, wie lahmarschig die Dinger sind. Das ist ja der Hammer. Da müssen wir hin, okay. Oh, Kacke. Mhm. Oh, nee. Das Ätzende ist, man fällt hier nicht in seinen Tod, sondern man fällt dann immer wieder auf irgendeine Ebene, die deutlich weiter drunter liegt. Oh, ist das ätzend. Dadurch braucht man natürlich deutlich, deutlich länger. Kann ich da hoch? Nee, ne? Nee, okay. Man muss halt immer wieder von unten anfangen. Und das ist halt echt schon ziemlich kacker. Fehler, Roboter leitet an Größenwahn. Ja, das kennen wir schon. Oh, okay.
Was? Ich bin ein Roboter? Unsinn. Ja, ne? Das ist ja auch total... Och nö, ne? Jetzt komme ich ja gar nicht mehr hin. Ah, okay. Das resettet sich nach einiger Zeit. Das ist auch gut so. Da haben die Designer mitgedacht. Wie komme ich denn an die Dinger da hinten? Ah, ich habe schon eine Idee. Oh Gott, das ist aber auch wieder ein bisschen umständlich. Ich muss mich mit dem Ding nach hinten zurück resetten lassen, um an die einen Coins daran zu kommen. Na toll. Das ist also hier ein Timed Event. Oh, hier kann man aber auch noch so viele Sachen entdecken, Alter. Und will ich jetzt nach oben? Will ich nach vorne? Will ich alle sammeln? Ah! Kommt ihr mal wieder nach hinten? Ich hab gesagt, nach hinten. Ja, schöne Aussicht hier, ne? Och ja, ist das toll hier. Oh. Ja, ich bin einer der Alten. Menschen können aus Metall sein. Na komm. Knatschmatsch. Ja, besser. Besor. Tja, nu. Nein, ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Arrgh. Lass ich mich jetzt mal nach unten fallen? Nö. Alter, mit dieser kleinen Mechanik, mit dem nach vorne und nach hinten schiffen, kannst du schon so viel Blödsinn machen. Das ist der Wahnsinn, was die hier an Level-Design auch schon wieder alles rausgeholt haben. Das war ein sehr gutes Kickstarter-Projekt, das muss man so sagen. Ist nicht ganz perfekt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die ich anders gemacht hätte, aber... Oh, Kacke. Ah, nein, ich bin tatsächlich hier wieder respawned, weil man da tatsächlich mal in den Tod gesprungen ist. Ist ja ein Ding. Jetzt müssen wir wieder warten. Ich wollte nur diese zwei Münzen, die im Vordergrund zu sehen waren, aber die sind ganz im Vordergrund und nicht nur ein bisschen im Vordergrund. Das ist zum Beispiel eine Stelle, die ich irgendwie anders gestaltet hätte. Diese Wartezeit ist halt echt mega ätzend. Dass man das irgendwie auslösen kann oder so. Ja, ich bin ja halt nicht ähnlich genug, das wissen wir schon. Das werden wir ja noch sehen. Die gefühlt längste Folge ever. Du, Vorsicht, dir fallen gleich Steine auf den Kopf. Wer Böses sagt und so. Jetzt muss ich warten, bis sie nach vorne gehen. Einen mit denen nach vorne kommen. Und dann hier hochgehen. Seit wann ich die Maske trage, das weiß ich nicht mehr genau. Okay. Sowas hier? Pa, mal wieder ein Roboter. Okay.
ein Teleport-Dings. Und wo sitzt der Häuptling? Naja. Das war der Stamm der Schaufensterpuppen. Ich krieg auch jedes Mal ein Achievement dafür. Also, dass dann den Namen des Levels trägt. Haben wir da wenig gesammelt. Gibt's da viel. Achso. Dann würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit in dieser Folge. Wir gucken uns den Level mal an. Vielleicht finden wir ja noch was Schickes. Plink. Fehler, Fehler, Fehler. Bin noch nicht ganz sicher, wie diese Teleportierdinger da funktionieren. Oder beziehungsweise wofür die gut sind, denn letzten Endes können wir uns ja auch selber teleportieren. Ah, die teleportieren uns auf eine neue Ebene im Hintergrund. Das ist nicht die... Oh. Die Ebene, wo wir sonst auch hinkämen, sondern die ist noch weiter im Hintergrund. Das ist ja geil. Also weiß ich nicht, ob das geil ist. Dadurch bekommt das Spiel noch mehr Ebenen. Da, ups, weiß ich gar nicht, ob ich da noch so unbedingt Bock drauf habe. Ich habe jetzt schon zu viele Ebenen. Ah, noch haben wir ein paar grüne Schlüssel. Ich wünschte, ich könnte diesen Hut gelegentlich abnehmen. Aber leider haben mir die Alten keine Hände gegeben. Naja. Und damit haben wir jetzt den Shift in den ganz hinten Hintergrund noch gar nicht benutzt. Oh, nee. Ja, das wissen wir mit den Freunden, die da in den Funktionen eingestellt haben. Das kennen wir das. Works. Falsche Richtung. Also das mache ich immer noch mal falsch, dass ich in die falsche Richtung... Was? Ah, danke. Gerade meinen. Da haben wir auch zum Glück noch einen Schlüssel für. Bald haben wir keine Schlüssel mehr. Im Moment ist der Verbrauch auf jeden Fall höher als die Einnahmen. Oh. Hieß es nicht irgendwo auch mal, wir brauchen Licht, um durch die Höhlen zu gehen? Das haben wir im Moment jedenfalls nicht. Hast du Licht? Danke, werte Herr, ich werde zum Schrottplatz zurückkehren. Jo, ich mache meine Augen schon mal zu. Licht. Kannst du mir nicht was von diesem Licht abgeben, das du immer benutzt? Oh, ich brauche 157 Coins gerade. Uah! Ah, man sieht immer nur eine Ebene. Das ist natürlich hart. Wir haben auch ein relativ zackiges Timing gerade. Zwei Jumps nach hinten. Wie kriege ich das denn hin? Ah, das ist ja cool. Kann da oben auf den Dingern drauflaufen irgendwie. Spannend. Generell ein sehr, sehr schönes, atmosphärisches und spannendes Spiel, wenn man mich fragt. Ja. Oh. Nein, jetzt habe ich gepennt. Ich dachte, ich wäre quasi hier irgendwo. Dann habe ich eine Idee, was passiert. Nee.
Jetzt muss ich kurz überlegen. Nee, jetzt habe ich den Shift vergessen. So. Mein Taxi. Ja, wir kommen aus der Hülle wieder raus. Keine Entität erinnert sich an die große Katastrophe. Na gut. Da wollte ich jetzt total stylisch drauf springen, das hat nicht so ganz funktioniert. Ich bin auch noch nicht so ganz sicher, wie diese Kreisdinger jetzt funktionieren eigentlich. Man müsste echt mal wissen, wie die funktionieren. Das würde einem unglaublich helfen gerade, ne? Naja. Könnten wir nämlich hier mal nach oben drauf. Funktionieren die nur jeden zweiten Sprung oder so? Oder wenn man selber. Also die reagieren irgendwie darauf, wenn man selber springt. Soweit bin ich schon, aber in welchem. Ich habe da eine Idee. Das ist eine Theorie, die muss ich beim nächsten Mal, wenn ich solche Dinger sehe, mal überprüfen. Die haben ja so Kreise. Jetzt fährt hier ein Auto vorbei. Die haben ja so Kreise drumherum. Und ich habe jetzt gerade mal die Vermutung, dass die immer dann in dieselbe Richtung springen wie man selber, wenn die Kreise quasi null werden. Deswegen sind die, die mit. Ja, hier komme ich aber nicht weiter, oder? Ich wüsste nicht wie, da komme ich noch nicht hoch. Oder doch. When you see it, you see it. Da im Hintergrund ist aber noch mehr. Ich will noch nicht nach Hause. Ach guck, sind wir auch schon wieder am Anfang. Da sind wir jetzt noch weiter im Hintergrund. Wir sind quasi so hintergründig wie noch nie. Okay, das geht nicht ohne die Blöcke. Kommt mal ran, Jungs. Fuck. Hab ich jetzt ein bisschen mich verkackt. Oh, ich bin heute aber auch echt nicht so gut gerade. So, jetzt aber. Manchmal bin ich im Kopf wie benebelt. Oh, guck mal. Das sieht nochmal wieder nach einem richtigen Geheimnis aus. Nach einem geheimen Geheimnis. Ich bin heile, hol dir vom König eine Belohnung. Das machen wir. Noch einen Schlüssel. Hoffe ich. Boah, wie lang die Folge gerade schon wieder geworden ist. Das wollte ich ja gar nicht. Und ja, ich habe das gesehen. Ich wollte nur erst. Was? Was? WTF.
Wenn ich den Text verstanden habe, wird das kein gutes Ende nehmen. Okay, doch. Na gut. Okay, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir könnten hier ein kleines Easter Egg gefunden haben. Hm? Also. Na gut. Easter Egg hin oder her, die Folge hat Überlänge. Und Überlänge-Folgen, das ist immer nicht gut für einen Let's Player, das ist mehr Arbeit für mich und überhaupt und sowieso und hast du nicht gesehen und Arbeit ist ja doof. Und außerdem will ich ja meine ganzen YouTubes-Money ohne Geld, also ohne Arbeit, also... Nein. Oh. Habe ich jetzt hier hinten alles gesammelt? Hier ist noch ein Schlüsselverkäufer. Mit der tollen Musik. Oh, ich habe so viel Geld gerade. Wir brauchen erstmal wieder rote Schlüssel. Jetzt haben wir erstmal wieder von allen zwei. Der hier ist aber gerade günstig. Der ist auch noch günstig und der ist auch noch günstig. Haben wir noch einen für 25? Nö, aber wir haben erstmal wieder von allen Schlüsseln dreien. Das ist ja nun auch nicht so das Schlechteste. Jetzt machen wir den Level noch schnell fertig, auch wenn die Folge länger ist. Ist ja quasi auch schon geschafft. Ne, hier waren wir. Keine Entität erinnert sich an die große Katastrophe, haben wir auch schon gehört. Hier waren wir auch schon, da waren wir auch schon. Also müssten wir jetzt summa summarum nur noch nach links zum Teleporter. Kommen wir da so hin? Oder müssen wir nochmal durch die ganze Stage? Oh, shit. Och, nö. Oder? Na gut, dann würde ich folgenden Vorschlag machen, liebe Leute. Ich mache mich nochmal auf den beschwerlichen Weg durch die gesamte Stage. Und bis ich dann wieder beim Ziel bin. Und dann gehe ich aus dem Level raus. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Dann habt ihr nicht so viel Wartezeit. Und ich muss nicht mit euch da nochmal hinlaufen. So, bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Und sag ciao, ciao.